So, in dem nächsten Stapel habe ich jetzt Bücher, die ich bei Amazon gekauft habe. Und zwar sind die hier alle von Camelia Angelkova. Angelkova, 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 denke ich. Hier habe ich auch ganz viel ausprobiert, die erste Zeit überwiegend mit Buntstiften. Das hier ist, glaube ich, mit Filzstift. Hier ist Metallic, Wasserfarbe und Feinliner. Ja, ich glaube, das war es auch hier dran. Das Papier in diesen Büchern, die von Amazon gedruckt werden, das ist auch kein gutes Papier. Also da kann man auch nur ja, bedingt arbeiten. Ist auch schwierig, da die richtige Kombi zu finden. Was für mich gut funktioniert hat, ist Alkoholmarker und dann mit Buntstiften noch ein paar Schattierungen reinzubringen. Ja, ich habe hier auch immer mal wieder mit Filzstift als Grundierung probiert. Klappt auch nicht so richtig gut. Also es ist durchaus möglich, auch auf diesem, ich sag jetzt mal, Drucker oder Kopierpapier auszumalen. Es ist halt schwieriger. Es kommt immer auf den Stift an. Ja, wie gesagt, Alkoholmarker. Hier habe ich mit Ölpastellkreide den Hintergrund gemacht. Geht auch. Das hier finde ich ist immer noch eins meiner besten aus den Büchern von Camelia Angelkova. Und da habe ich halt auch die Strategie benutzt, Alkoholmarker zur Grundierung und dann mit Buntstiften on top. Es geht weiter mit Büchern von Tatjana Bogema-Stolowa, auch Amazon-Bestellungen, Amazon-Drucke. In diesem Christmas-Buch habe ich auch noch ganz viel ausprobiert. Buntstifte, Acrylfarbe, viel Gelstift, Acrylmarker. Ja, ich habe festgestellt, es gibt Unterschiede, je nachdem in welchem Land der Druck gemacht wurde. Ich habe welche aus England, aus Deutschland, Leipzig, ich glaube, ich habe auch welche aus Frankreich oder Polen. Und also die Papiere sind alle dünn, aber von der Struktur her sind sie einfach unterschiedlich. Grundsätzlich in allen funktioniert gut mit Alkoholmarkern so grundieren und dann halt mit Buntstift zu schattieren, dann ist auch egal, welcher Buntstift. In diesem Buch jetzt hier habe ich festgestellt, dass die Derwent-Künstler-Farbstifte ganz gut klappen. Und zwar habe ich da ein kleines Set Color Soft. Damit habe ich fast alle Bilder ausgemalt. Das hier ist mit, auch mit Alkoholmarkern grundiert. Und ich habe hier auch Derwent Pastellstifte im Hintergrund immer verwendet. Klappt ziemlich gut. Und ja, in Büchern, wo der Druck in einem anderen Land gemacht wurde, gehen die Stifte dann wieder gar nicht. Also es macht das Herkunftsland schon auch einen Unterschied. Das normalerweise, wenn man bei Amazon Bücher bestellt, werden die auf Bestellung gedruckt. So, ich muss gerade noch kurz einwerfen. Nächster Stapel von Julia Rivers.
die Bücher hier. Julia Rivers ist aber, glaube ich, der Publisher und Illustratorin ist Forest Diver. Ja, zurück zum Papier. Die Bücher werden halt auf Bestellung erst gedruckt und dann, wenn man hier halt hier aus Deutschland bestellt, dann kommen die eigentlich alle aus Leipzig. Ich kaufe allerdings auch ganz viele Secondhand-Bücher gebraucht, auch über Amazon. Und dann kann das schon mal sein, dass dann halt auch eins dabei ist, das halt in England gedruckt wurde oder in Frankreich und oder auch in Polen. Ja, und dadurch habe ich erst gemerkt, dass das Amazon-Papier eben unterschiedlich ist, je nach Herkunftsland. So, jetzt geht's weiter mit Morgan O'Brien Matchstick Maus. Da habe ich schon einen ganzen Stapel von der süßen Maus. Aber mir fehlen auch noch ganz viele. Und das ist jetzt noch eins der Bücher, die ich gerne vervollständigen möchte. Ich habe hier also schon ganz viel ausgemalt. Auch hier unterschiedlich, mal mit Buntstift, also ausschließlich Buntstift, mit Alkoholmarker grundiert. Oder ich habe auch mal eins mit Filzstift ausprobiert. Das hier ist jetzt zum Beispiel komplett mit Aquarellstiften. Ja, das hier auch rein Aquarellstifte und da war ich wirklich überrascht, wie farbintensiv das wurde, obwohl das recht günstige Aquarellstifte waren. Und ich habe halt festgestellt, auf diesem Amazon-Papier ist halt grundsätzlich mit einem feuchteren Medium, ne, Wasserfarbe, Aquarellfarbe zu arbeiten, nicht ganz so optimal, weil das Papier halt die Flüssigkeit regelrecht aufsaugt und das macht es einfach schwierig, dann halt die Farbe zu verteilen, wie man das normalerweise mit Aquarellfarben macht. Aber ich habe halt gemerkt, wenn man nur ganz wenig Wasser verwendet, also so wenig Wasser, dass auch das Papier sich nicht viel wälzt, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und gerade von der Farbintensität her gefiel mir dann die Bilder mit Aquarellstiften fast besser als die mit normalen Buntstift. Man kann da natürlich auch kombinieren, erst Aquarellstift und dann nochmal mit Buntstift oben drüber. Das ist halt dann deutlich mehr Aufwand. Das hier war mein erstes Matchstick-Maus-Buch. Und da habe ich noch versucht, die Maus immer gleich aussehen zu lassen, was mir nicht immer gut gelungen ist. Inzwischen bin ich da halt doch davon weggekommen, weil ich mir einfach nicht merken kann, welche Stifte ich da verwendet habe. Weil ich einfach ja immer in einem Monat ja in mehreren Büchern ausmale und eher selten mehrere Seiten in einem Buch. Dann habe ich hier noch ein Buch selbst ausgedruckt. Das gibt es, glaube ich, bei Morgan O'Brien oder zumindest gab es das. Ich meine, ich hätte dieses kostenlos auf seiner Webseite runterladen können. Ich war auf seiner Seite, um mir noch ein weiteres seiner Bücher zu kaufen und habe dann gesehen, dass er auch kostenlose hat. Nächste Pocket-Bücher von Joshua Dunbar. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich habe generell ein Faible für diese kleineren
Ausmalbücher ist aber halt das gleiche Problem. Von Amazon gedruckt, halt nur in einem kleineren Format. Die erste Seite hier in diesem habe ich halt mit Wasserfarbe probiert und zu viel Wasser verwendet. Man sieht das auch. Das Papier hat sich regelrecht dagegen gewehrt. Teilweise trickse ich so ein bisschen, dass ich dann halt, wenn sich die Seiten gewellt haben, was Schweres drauflege, dann glättet sich das mit der Zeit. Ja, hier habe ich jetzt noch ein Amazon, noch ein Pocket und ein beendetes Buch. Also die Reptiloids von Basil Saiko, die habe ich komplett ausgemalt. Da gibt es auch noch ein separates Flip-so-durchblättern-Video auf meinem Kanal. Und ich habe auf den ersten Seiten habe ich noch mich ganz viel ausprobiert, auch wieder mit Alkoholmarkern und Filzstiften, und habe dann im späteren Verlauf festgestellt, dass in diesem Buch für mich am besten Aquarellstifte funktioniert haben. Also ich habe mit Aquarellstiften grundiert, habe versucht, so wenig wie möglich Wasser zu benutzen, um die Farbe zu aktivieren, und habe dann mit Buntstiften drüber schattiert. Teilweise habe ich auch Derwent Inktens, also Tintenstifte, verwendet. Die haben mich in diesem Buch aber nicht zufriedengestellt. Die verhalten sich einfach anders als normale Aquarellstifte. Ja, man hat es gesehen, ich habe ein bisschen mehr als ein Jahr in diesem Buch gemalt. Geht also doch ganz schön viel Zeit drauf. Ja, das hier ist jetzt auch, glaube ich, ein Amazon-Print. Es hat ganz dünnes Papier, ist auch ganz schwierig im Handling. Und dadurch, dass die Illustrationen halt auch sehr detailreich sind, war es ja schwierig für mich. Ich mag die Illustrationen, aber ich mag den Prozess des Ausmalens in diesem Buch nicht und habe deswegen schon des Öfteren überlegt, das auszusortieren. Jeff Haney war eins meiner ersten Amazon-Print-Bücher, weil ich einfach diese ausgefallenen Katzenillustrationen dermaßen genial finde. Er hat einen ganz eigenen Stil und es gefällt mir einfach furchtbar gut. Das hier ist ein Halloween-Buch von Coco Vajo. Da habe ich noch nicht viel ausgemalt, ich glaube nur eins, und das war auch mit Alkoholmarker und Buntstiften on top. Ich glaube, der Hintergrund ist mit Acrylfarbe in Schwarz. Das ist ein Buch, das, glaube ich, Shutterstock-Bilder sind. Ich habe jedenfalls in diesem Buch keine Namen von Illustratoren gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das eins dieser Bücher ist, die halt Bilder klauen, aber ich glaube, es sind eher Shutterstock-Bilder, die man halt lizenzfrei kriegt. Ich habe es in meinem ersten Video gesagt, ich habe nur ein einziges Grayscale-Buch, und zwar dieses, und das reicht mir auch. RJ Hampson, auch ein großartiger Illustrator,
Das war mein erstes von ihm. Ich einfach diesen Frosch, Mr. Fogerty, richtig, richtig cool finde und diese ganzen Szenen. Ich dachte ja am Anfang noch, das wäre vielleicht ein Druckfehler und er würde Mr. Fogerty heißen. Aber nein, er heißt Fogerty. Ja, und Selina Fennec ist erst vor kurzem bei mir eingezogen, weil die Bücher, obwohl Amazon Print verhältnismäßig relativ teuer sind. Und dann habe ich eben drauf gewartet, eins zu einem akzeptablen Gebrauchtpreis zu finden.